Fast zeitgleich mit den Splashdivern hat Showmaster Stefan Raab den Sprungturm entdeckt. Gestern haben wir Ihnen schon gezeigt, wie Sie Stefan mit den beiden Synchronsprung-Weltmeistern Norman Becker und Sascha Klein auf seine ersten Sprünge vorbereitet hat. Und da hat er auch schon ein paar Donnelhüpfer hingelegt. Und jetzt geht's weiter mit dieser Disziplin. So, das sind jetzt 10 Meter. Ja, genau. Um Himmels Willen. Du Scheiße, ey. Patsch! Ja? Das ist im Grunde genommen diese Clone-Szene im Zirkus, wo es die Artisten gibt, die alles können, die in der Zirkuskuppel den dreifachen Salto machen und am Trapez landen. Und dann kommt der Clown und macht das auf einem kleinen Seil nach und fällt dauernd runter und überschlägt sich dabei und ist grotesk in seinem Nichtkönnen. Das ist etwas, was das Publikum unter Umständen zu noch größerer Belustigung bringt, als die Bewunderung groß ist für den Zirkusartisten. Das ist ähnlich wie Eddie the Eagle, Sie erinnern sich vielleicht an den Skiflieger, der nicht skifliegen konnte, der immer irgendwie Weiten von 35 Meter gesprungen ist und man immer Angst haben musste, dass der mit einem gebrochenen Halswirbel im Auslauf stecken bleibt. Michael Edwards hatte sich, um einmal an Olympischen Spielen teilnehmen zu können, eine Disziplin ausgesucht, in der er sich nicht qualifizieren brauchte, weil es in Großbritannien keine Konkurrenten gab. Viele haben Skispringen im Fernsehen überhaupt nur seinetwegen angeschaut, meint Sportwissenschaftler Günter Gebauer. Das hat sehr viel Publizität erhalten, was die Könner beim Skifliegen zu Weißglut gebracht hat, weil der mehr verdient hat als die Weltmeister. Vor 5 Jahren stürzte sich Stefan Raab in einer Fernsehshow aus 16 Metern Höhe ins Becken. Das ist echt verrückt. Stefan, wie sieht's aus? Stefan? Stefan? Stefan, kannst du es weiterempfehlen? Olli, es tut überhaupt nicht weh. Später wurde ein Steißbeinbruch diagnostiziert. Vielleicht war es einfach Pech. Vielleicht hat Stefan Raab aber tatsächlich damit gerechnet, dass es nicht wehtun würde. Das unterscheidet ihn vom Splashdiver. Wir gehen eigentlich von vornherein auf diesen Turm und wissen, dass wir Schmerzen haben werden. Das heißt, durch die Einstellung spannen wir unsere Muskeln an. Und dadurch, dass wir halt vorher schon die Muskeln anspannen und nicht erst, wenn was passiert, ist es eigentlich recht sicher, dass nichts passiert. Jemand, der etwas tut, in dem Glauben, dass es ihm gelingt, und dann scheitert, der ist nicht besonders cool. Es ist eine Mischung aus einer gewissen Absurdität, einem Wissen um das Wehtun können, um das Scheitern, um das Risiko, das diese Haltung, diese Coolness beschreibt. Es ist echt so ein schönes Gefühl, wenn einer kommt, hier, dein Brett war saugeil. Das ist irgendwie, hört sich schön an, wenn das als Mädchen hört, dein Brett war geil. Dann denkt man so, ha, cool. Diese Coolness hat eigentlich nichts mehr mit der Coolness des James Deans oder Ähnlichem zu tun. Es ist eine andere, sehr moderne, sehr aktuelle, zeitgemäße Form der Coolness. Die Coolness, die wir heute finden in diesen Sportarten, hat was Absurdes. Und gerade das ist cool. Weil ich doch ein bisschen Höhenangst hatte, nehme ich auf dem Zehner Anlauf, weil ich nicht runtergucken kann. Ich kann aus dem Stand nicht abspringen. Deswegen nehme ich Anlauf. Und dann ist der Aufprall auch nicht so hart, weil ich nicht frontal aufkomme, sondern mehr so im Schrägwinkel. Und dann tut es auch nicht ganz so weh. Schöne Beispiele sind mit dem Skateboard in einen Looping reinzufahren, von einer Rampe runter. Und physikalisch kann man vorher berechnen, dass die Rampe nicht genügend Geschwindigkeit bietet, um wirklich durch den Looping zu kommen. Das wissen die vorher. Sie kommen mit dieser Geschwindigkeit, kommt der Fahrer nur bis nach oben und dann nicht mehr rum. Das heißt, er wird von einem höchsten Punkt senkrecht runterstürzen. Das weiß er und dann tut er es. Die Kamera läuft. Das heißt, das Scheitern ist Teil dieser Trendsportart. Also ich könnte mir nicht vorstellen, trotz Schmerzen aufzuhören. Weil dann fehlt was. Das ist irgendwie so der Adrenalinkick, der muss bleiben, der muss da sein. Und sonst macht es auch keinen Spaß. Hey, du auch mal wieder hier. Verdammt. Wieder, ich dürfte da glaube ich gerade. Du? Nee. Ja, ich war einmal nicht Neustadt. Das war halt ein Nico. Rennt wieder auf Wohnen, aber gleich drauf hier, oder ne? Ich habe früher geturnt und irgendwann hatte ich dann nicht mehr so die Lust drauf. Wollte ich halt eher so was Freies machen, wo man halt nicht so an bestimmte Bewegungsabläufe gebunden ist. Also zu Hause springe ich als Trampolin und so und Fußball habe ich früher mal gemacht. Und ja, sowas. Ich bin vor knapp 4 Jahren
auf Parcours gestoßen, eine französische Sportart. Ich würde es jetzt mal mit Touren in der Stadt umschreiben. Bei mir war es halt immer so, dass ich das schon als kleines Kind gern gemacht habe, einfach von irgendwelchen Brettern so runterspringen. Und dann habe ich halt eben gesehen, dass man auch verschiedene Saldisen so machen kann, und dann habe ich es auch ausprobiert. Vor einem halben Jahr konnte ich noch nicht mal Körper. Also man kann das äußerst schnell auch lernen. Damals habe ich immer nur die normalen Einfachsaldos gemacht, halt so Auerbach, Rückwärtssaldo. Hat halt manchmal wehgetan, aber es gehört dazu. Ich habe alles einfach probiert. Wir haben uns dann damals angespornt und sind dann immer weitergekommen mit dem Springen und haben dann einen Verein gesucht, haben mal im Internet nachgeschaut und haben nach Wasserspringen gesucht, also normales Turmspringen. Und der nächste Verein ist in Mainz, wo auch immer. Ich glaube, der nächste ist in Mainz oder so. In Mainz, ja. Die sind halt auch nicht wirklich so, sag ich mal, nicht das, was wir machen wollen. Das ist halt eher so tourenmäßig und wir sind so eher no risk, no fun. Einfach machen so. Und haben dann Schwimmbad nicht mal umgehört und hat uns jemand den Splashdiving-Verein vorgeschlagen. Bin ich dann in den Verein gegangen und habe die Leute hier kennengelernt. Dann hat Philipp irgendwann gemeint, er hat einen Verein gefunden, Splashdiving. Und er würde reingehen, habe ich gemeint, habe direkt an die klassische Arschbombe gedacht und habe gedacht, so Arschbombenverein, das ist nichts für mich, dann mache ich lieber privat weiter. Bis ich dann irgendwann rausgefunden habe, dass es wirklich so eine Sportart ist, wo man auch einiges mehr machen kann als nur eine Arschbombe. Wirklich Saldis und Schrauben und so. Dann hat mich das auch recht interessiert gehabt. Ich habe mich auch angemeldet und jetzt bin ich auf jeden Fall gut dabei und habe auch einiges schon gelernt. Das ist Spaß, springen. Wie gesagt, wir sind hier im Freestyle-Verein. Wir dürfen machen, was wir wollen. Wir springen am Turm, hängen uns mal ins Brett. Beim Wasserspringen ist halt immer so, die machen alles Gleiche. Aber beim Splashdiving ist halt so, der andere macht die Schraube früher oder ein bisschen später oder auch offen oder geschlossen. Macht mehr Spaß. Es gibt so viele perfekte Sprünge, wie es Springer gibt, theoretisch. Die Frage ist, ob es einem gelingt, es publikumswirksam, stylisch zu inszenieren. Also es gibt auch Leute, die stellen sich dann oben auf den Zehner und heizen das Publikum erstmal richtig an. Das ist halt richtig geil. Wenn sie dann kommen und so ein bisschen den Applaus aus den Leuten kitzeln oder wenn das Publikum schreit, Badehose runter, dass sie dann die Badehose runterziehen und wirklich nur in Shorts springen. Sich dann auch bewusst Schmerzen zufügen, sagen wir mal so. Teil des Stils ist das Risiko. Mitunter. Das heißt, die Drehung sehr weit bis nach unten zu verlagern und im letzten Moment erst die sichere Position einzunehmen. Das sozusagen wäre eine Erhöhung des Risikofaktors und damit besonders stylisch. Da können sich dann so Leute wie die Weltmeister oder so, die können sich das dann erlauben, die ihre Sprünge im Schlaf können. Offiziell soll es keine Pluspunkte geben in den Bewertungen, aber ich glaube, so ein bisschen schwimmt das immer mit rein. Ja. Das ist mein erstes Jahr, wo ich von 10 wettkampfmäßig springe und da brauche ich noch ein bisschen Konzentration. Die Bewertung, besser gesagt, gemessen kann man, kann nicht messen, man kann nur bewerten. Also es gibt eine Jury, die aus Sachverständigen dieses Trendsports selbst besteht und beurteilt, ob etwas besonders stylisch war oder nicht. Kein Fernsehteam, keine Musik, kein Moderator, kaum Publikum. Deutsche Meisterschaften im Wasserspringen. Das Wasser ist lauwarm, die Sprudelanlage sorgt für eine weiche Oberfläche. Udo Hämmerling ist Trainer am Olympiastützpunkt Berlin. Fun und Action und Halligalli zieht natürlich das Publikum an. Wir sind als ernsthafte Sportart ein bisschen in der Randzone. Die, die hier heute auftreten, die sind schon 10, 15 Jahre im Geschäft, manche schon 20. Also im leistungssportlichen Training. Das bedeutet jeden Tag Training, manche sogar zweimal pro Tag Training. Also das ist ein sehr langwieriger Prozess und der wird sehr ernsthaft betrieben. Und das ist mit diesen kurzfristigen Erlebnissen, ist zwar für das Publikum okay, aber für unsere Sportart an sich ist das nicht aussagefähig. Sascha Klein, 3,5 cm rückwärts gehen. Sascha Klein zischt wie ein Pfeil ins Wasser. Er ist zurzeit einer der erfolgreichsten deutschen Turmspringer und hat bei den Olympischen Spielen in Peking die Silbermedaille im Synchronspringen gewonnen. Ich bin bei der Bundeswehr als Sportsoldat angestellt und kann dadurch auch zweimal täglich trainieren. Die genauen Streckphasen und Eintauchwinkel, das muss alles natürlich erarbeitet werden. Auch die schweren Sprünge, das geht nicht von heute auf morgen. Man fängt dann mit leichten Sprüngen an, die sich schon über Jahre hinweg aufbauen zu immer schwereren Sprüngen. Also ich denke, so rund 10, 12 Jahre braucht man schon. Naja, diese Arschbomben-WM ist natürlich mit einem ernsthaften Wassersprungtraining überhaupt nicht zu vergleichen. Wobei man den Mut dieser Leute, die sich da mit Absicht wehtun, muss man schon in den Hut ziehen.
In unserer Sportart ist es eher so, dass man versucht, sich überhaupt nicht weh zu tun und so wenig Spritzer wie möglich zu machen. Das ist bei der Arschbombengeschichte gerade das andere. Je mehr Spritzer, je mehr es weh tut, desto höhere Noten kriegen die Leute. Ich kenne das Turmspringen, ich habe es auch öfters schon mal geguckt, weil mich gerade die ganzen Bewegungen, die sie machen, sehr interessieren. Ich finde es halt eine recht langweilige Sportart. Das Problem ist, das ist nicht wie bei uns, dass jeder seinen eigenen Stil hat und seine eigenen Bewegungen mit reinbringt, sondern es gibt eine strenge Vorgabe, wie eine Bewegung ablaufen muss, wie ein Salto ablaufen muss, wie eine Schraube ablaufen muss. Und wenn man davon abweicht, gibt es Abzüge von den Punkten. Wenn man etwas kann, sicher beherrscht, was ist die Herausforderung, diesen Move zu zeigen? Keine. Man kann es. Das Publikum, das sich damit auskennt, die sehen es, sagen, oh, es war ein super Sprung. Und ein Laie, der zuguckt, der sagt nur, ich habe den Sprung jetzt schon 15 Mal gesehen. Das ist voll langweilig. Wenn ich etwas zeigen möchte von dem, wer ich bin, was das Besondere an mir ist, dann zeige ich etwas, was außergewöhnlich ist, was an die Grenzen dessen geht, was ich kann. No risk, no fun. Ja.